Welt liegt Schnee, kein Mensch ist mehr zu sehen. Obwohl ich weiß, dass sie überall könnte, noch leicht. Es könnte morgens sein, ist es aber nicht. Es ist nämlich schon abends. Also es ist, gleich 19 Uhr, also spät, ja. Es ist auch wirklich so, es war wirklich ein sehr geschäftiger Tag. Geschäftiger. So geschäftig war der gar nicht. Ich habe ausgeschlafen. Ja. Ich habe aber auch woanders geschlafen als zu Hause. Und wobei man zu Hause ja das, wo man schläft. Aber ist egal. Und hatte einen sehr, sehr arbeitsreichen Tag, weil auch viele Sachen anstanden, die getan werden mussten. Und das ist halt so, momentan kriege ich das ganz gut hin, mich auf die Dinge zu konzentrieren und so Sachen zu machen. Deswegen bleiben einige Projekte gerade auf der Strecke. Also ich habe halt mir auch vor. Ich weiß nicht, ob das Gitarrenvideo schaffe ich morgen wahrscheinlich nicht, weil es einfach zu viel ist. Und ich bin halt auch nicht so ein, weiß ich nicht, YouTube-Besessener, dass ich ja alles hochlade und alles reinknalle. Ich mache das wirklich gerne, aber es ist halt, einige Sachen sind auch wirklich wichtig. Und ich darf am Freitag in Berlin auftreten. Ich freue mich maßlos, wird sehr, sehr schön mit den Lichtgestalten. Lichtgestalten, genau. Also Lichtgestalten, ist egal. Also auf jeden Fall wird es sehr, sehr schön mit den Lichtgestalten und im Zosch in Berlin. Und ich muss ein paar Sachen üben und ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich habe morgen Abend auch noch einen Auftritt in Hamburg und am Samstag sind wir in Lübeck und es ist halt auch, es muss da vorbereitet werden und ich habe ja auch noch einen Sohn, der jetzt gerade drüben seinen Angelegenheiten nachgeht, aber bis eben habe ich mich ja noch um ihn gekümmert. So, wie man das so kümmern nennt, ne? Wenn man so, ja, was man so macht mit seinem Sohn. Gut, meine Stimme, ihr merkt, das ist auch noch angegriffen, das ist ja noch eine kleine Sorge jetzt gerade für Berlin, das ist gerade Berlin, weil es ein großes Konzert ist, dass ich da irgendwie halbwegs über die Runden komme. Trinke ich auch schon wieder hier Ingwertee mit Honig, ja. Und ich mache wie Werbung, kostet mich nichts, ne? Hier Gelo Revoice, ne? Auch wieder rein, da Ich muss durchkommen. Ich habe auch keine Ahnung, woran es genau liegt. Ich weiß es nicht. Ich werde auch diese Woche nicht mehr zum Arzt gehen, weil wenn ich diese Woche zum Arzt gehe, dann sagt er nicht auftreten und ich möchte gerne auftreten. Ich will auch auftreten. Ist mir ganz egal. Letztendlich könnte der Arzt das auch sagen, aber ich will trotzdem auftreten. Ich gehe dann nächste Woche zum Arzt. Versprochen. Kriege ich auch irgendwie hin. Muss ich mal gucken. Man muss ja heute für alles eine Überweisung haben. Also das war furchtbar. Ne? So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte eigentlich was machen, aber ich habe jetzt auch über diesen ganzen Tag hinweg hätte mir was vorgenommen. Habe ich echt vergessen, was ich machen wollte. Ich habe echt vergessen. Ich hab wirklich vergessen. Aber darauf bezogen, und das finde ich halt sehr spannend, ich habe es wirklich vergessen. Man kann das wirklich schaffen, seine Depressionen zu vergessen. Jetzt nicht für immer. Ne? Aber wenn man es schafft, sich zu beschäftigen und vor allem sich mit Sachen zu beschäftigen, die wichtig sind und die auch einem gut tun. Also ich achte ja immer sehr darauf, dass mir die Sachen gut tun, die ich mache und nicht, dass ich irgendwelchen Scheiß mache. Das ist ja wirklich, das nervt auch, das kostet auch zu viel Kraft. Aber ich bin in den vergangenen Tagen sehr, sehr oft endlich mal wieder eingeschlafen, weil ich eingeschlafen bin und nicht, weil ich nicht mehr konnte, sondern weil ich einfach eingeschlafen bin und weil es gut war. Wenn ich mich dann tagsüber, momentan ist es wirklich großartig mit denen getan, die sind sehr, sehr gut zu mir, die getan, wirklich fantastisch. Wenn ich dann mit den Gitarren losziehe oder Action habe oder Spaß habe oder wie auch immer, dann ist es natürlich sehr, sehr, sehr einnehmend. Aber es ist eben halt auch, es lässt mich gar nicht an die Person denken. Es ist ein Geheimtipp, ne? Es wirklich ist, also, ja, meine Güte, es ist halt, es ist schwierig. Ich weiß auch, Freunde, es ist immer so, wenn ich in so einer Phase bin wie jetzt, ne, ihr könnt ja gerne in den Videos wühlen, wenn ich in so einer Phase bin wie jetzt, dann ist es immer, ja, habe ich ja immer leicht reden, ne? Das weiß ich selbst. Auf der anderen Seite sind das ja Dinge, die ich mir speichere und merke, Mensch, wenn du dich mit Sachen auseinandersetzt, dann wird es besser. Und es wird auch besser. So, also die Depressionen werden nicht besser, sind immer scheiße, aber es ist besser, damit zurechtzukommen. Ja. So.
Vergessen dann. Einfach vergessen. Also jetzt waren genug Tage, an denen ich viele Dinge einfach vergessen habe. Oh, das ist doch sehr heiß. Aber so gut. Oh, sehr stark. Oh, der ist echt stark. Alter Schwede. Boah, muss da ein bisschen Honig reintun. Das kann ich sonst, glaube ich, nicht ertragen. Ja, vergessen. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen sitzen und sagen, ich kann das alles nicht vergessen, weil ich habe einfach zu viel in meinem Kopf oder es ist einfach zu wenig in meinem Kopf, um irgendwas vergessen zu können, weil es ist einfach permanentes Drama oder permanenter Leerlauf oder permanenter Overflow, je nachdem, wie, was bei euch abläuft. Aber es gilt für uns alle eben, einen Weg daraus zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe von anderen Menschen, uns da rauszuziehen. Es ist vielleicht noch die Aufgabe von anderen Menschen, uns zu zeigen, wie man da rauskommt. Das möchte ich gerne unterschreiben. Aber es ist unsere Aufgabe. Wir müssen das schaffen. Ja. Und das ist halt nicht unmöglich. Das möchte ich euch hier auf diesem Kanal immer wieder zeigen. Immer wieder zeige ich euch das. Meistens klappt es ja. So, und es tut mir echt leid, aber es ist jetzt, wie spät ist es jetzt? 19:04 Uhr, also ein kurzes Video wahrscheinlich, aber ich habe echt noch was zu tun und verzeiht es mir, aber ich muss jetzt so viel Kram machen. Vielleicht sehen wir uns am Freitag in Berlin, ich würde mich sehr freuen, kommt ins Zosch und die anderen Auftritte sind klein und kurz, bringen nichts, aber wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, und Ich weiß, die sind hier noch drin, die Depressionen. Aber momentan trickse ich sie aus. Wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht Freitag, wer weiß das. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Und vielleicht schaffe ich das mit dem Video zum Auftritt. Wir gucken mal. Ich erwarte bitte nicht so viel. Momentan ist sehr viel los. Kommt zu meinen Auftritten, fragt mich aus. Es war jetzt vor kurzem auch wieder jemand da und hat mich ausgefragt. Und es war sehr, sehr schön.